Hast du die Antwort auf Seite 8 gesehen, was die vom Magistrat geantwortet haben? Richtig schlecht. Hi, ich bin der Matteo, ich studiere Social Media Systems, bin jetzt im vierten Semester und nebenbei bin ich noch Werkstudent im Bereich Marketing und noch kommunalpolitisch aktiv, also ich bin bei mir im Ortsbeirat. Ein wichtiger Skill ist vor allem die Organisation, also man muss sich vorab schon, oft eine Woche vorher, aber ich mache es meistens am Morgen, dass ich am Morgen schon für meinen ganzen Tag alles vorplane, also mir wirklich einen Zeitplan mache, oft einfach in Excel, ganz einfach, da schreibe ich Uhrzeiten hin und was ich machen muss. Das ist das eine, Organisation. Das andere ist wirklich die Motivation. Ich habe auch Tage, wo es einem halt ein bisschen schlechter geht und man hat einfach keine Lust, was zu machen. Da muss man sich da trotzdem irgendwie fangen können. Die dritte Sache ist die Reflexion. Bei vielen Sachen, um auch wirklich besser zu werden, um sich auch mit sich selbst in vielen Aspekten zufrieden zu sein, das ist ganz wichtig. Und das mache ich persönlich, dass ich oft vielleicht nach einzelnen Aktionen, aber auch meistens am Ende des Tages reflektiere, okay, wo waren jetzt meine Probleme, was habe ich falsch gemacht? In 3 Jahren ist in Frankfurt die neue Kommunalwahl, also da lasse ich mich wahrscheinlich aufstellen als Stadtverordneter. Also da will ich dann nochmal in die nächsthöhere Ebene gehen. Dann bin ich in der Zeit dann im Master, hoffentlich klappt alles mit meinem Plan und ich werde in dem Semester in Schottland für den Double Degree Master und beruflich wäre ich dann wahrscheinlich noch Werkstudent, weil ich ja noch im Master bin und dann immer noch im Marketing gerne. Ich habe mich bisher bei vielen Stellen beworben und 90% der Fälle war es immer über eine Jobbörse. Also ohne eine Jobbörse wäre es wirklich schwer für mich und Jobbörsen helfen mir da sehr, sehr stark und deswegen will ich auch auf jeden Fall da mich bewerben. Wenn ich irgendwo in einer Jobbörse meinen Traumjob sehen würde und das wirklich mein Traumjob ist, dann heißt das ja, dass ich in meinem Job, den ich bisher habe, dass mir da irgendwas fehlt und ich denke, dass ich es im nächsten Job bekommen kann. Deswegen denke ich, dass ich da eigentlich 100% alles hinschmeißen würde und rübergehen würde. Mein 5 Jahre jüngeren Ich würde ich auf jeden Fall als Tipp geben, dass er sich nicht so viel Stress über die Zukunft machen soll. Also, dass er nicht so viel Angst haben soll, viel mehr ausprobieren soll und es auch nicht schlimm ist, mal eine Sache abzubrechen oder nicht zu machen.